Und damit seid gerüstet im Hinzwerg, Glumhobbits und Dinkeldum, zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahme. Ja, Chaos of Deponia. Ich nehme das immer, falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet, ich nehme das immer in vierer Parts auf. Also ich nehme das jetzt ab und an auch mal weniger, aber ich nehme jetzt immer eine Stunde auf und deshalb immer die Begrüßung. Ja, vielleicht lässt die schon nochmal weg. Ja, Tischreservierung. Wir haben jetzt an den Schnabeltieren. Ihre Nester klappt jetzt, dürfte es auch der Karte keine Schnabeltiere mehr geben. Ich habe alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt Rattenauflauf. Das behalte ich vielleicht für mich. Ja, gut. Vielleicht können wir jetzt einen Tisch reservieren. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Schade. Nämlich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctosporen, Astidur. Ja, ich glaube auch, dass er diesen kann. Ein guter Service. Würdest du dann gehen wir vielleicht zu Siegern? Vielleicht kann der uns einen Tisch reservieren. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich habe es geschafft. Ja. Die Speisekarte in Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Lusianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Nö. Das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Lyrik mit Hupe. Ja gut, ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ja. Schlimpunzel, Schlimpunzel, Ringe, Range, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Aber hey. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Lass das mal den Papa machen. Der Papa, der macht das gut. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber Papa machen. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Wettschulden? Beim Topfschlagen? Nicht weglaufen. Na gut. Ich bin bald zurück. Wir erzielen. Ich komme wieder.
Hier haben wir doch einen Dichter, vielleicht kann der uns helfen. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Klopf, vielleicht klopf. Hast du ein Gedicht für uns. Hm, du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche genau, deine doch, Hilfe bei einem Gedicht. Nein! Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Ja. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Das könnte klappen. Okay, haben wir schon im Ohr. Na dann, Seagull. Er hätte nach Elysium gehen können. Stattdessen hockt er hier mit seinem Müllflügel, seinem Müllgarten und seinen Müllbediensteten. Tja. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dann... Schnauze. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Ein Anzug? Einladung für Lady Goal. Müssen wir erstmal Lady Goal holen. Ist das eventuell schon Lady Goal? Fernbindung. Krawall Goal, Baby Goal. Okay, das ist tatsächlich schon Lady Goal. Na dann, ich habe eine Einladung für dich. Was hast du denn jetzt schon wieder? Kartoffeln. Na, was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Warum kommen sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo, wer kann was erleben? Paps? Oh nein. Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunk. Nein, hat wenn es das nicht. Ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerenöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Das hat er nicht getan. Ach du Schande. Das ist ja wohl die Höhe. Was? Ach du. Was zum... Mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Im eigenen Sohn. Ein sehr Sohn. Guter Vater. Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater?
Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuba war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Halbbaby. Das ist nicht wahr. Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Paul, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Also, Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Er wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Bester Vater der Welt. Familiendrama. Freigeschaltet. Ja. Flusen. Guck mal, irgendwie... Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber du hast die Lady gehört. Spuren in den States. Dieser Halunke. Vielleicht können wir hier irgendwie Glas mitnehmen, oder? Oh, ein Memo. Funkgerät. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Das ist der beste Vater der Welt. Echt. Wenn wir jetzt... Cool. Zeig was hier doch mal. Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach... Aber du hast... Rufus, wie kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber du hast... Gut, dann halt nicht. Zum Dichter? Gut, das Funkgerät. Ah, vielleicht. Rain. Was ist? Du, ich hab hier noch was gefunden. Ein letztes. Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein Funkgerät. Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Sehr gut. Das können wir gebrauchen. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Börsennews. Hallo? Vielleicht. Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof... Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Mit ihm können wir nicht so fliehen. Unsere Stimme. Versteht ihr? Der kennt er wieder. So, ich hab so eine Idee. Lass das bitte funktionieren. Hey, pst! Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Ja, gar nicht offensichtlich. Wie meinen? Das fällt der Funkgerät aus.
Na los, das war der Einsatz. Oh, da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Sehr schön. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Das sieht man ja absolut nicht. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh oh. Ah! Ja, nice. Geht's. Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segal ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Was zum... Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus. Nur, dass du über echtes Rückgrat verfügst und nicht so verweichlich bist. Stimmt. Aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Sie kommt jetzt mit. Ganz schön schräg. Irgendwie. Das ist gut.